Regen wird im Saal getanzt. Bei Regen wird im Saal getanzt. Apropos erwerben. Man kann hier fast alles erwerben, was hier ist. Also, das ist der Krusch da hinten. Ne? Aber wir machen ja Pause und dann die Mädchen. Also, bei Regen wird im Saal getanzt. Bei Regen wird im Saal getanzt. Bei Sonnenschein im Schatten. Geträumt wird gerne im Wachzustand. Vom Haben und vom Hatten. Will's nicht mehr wissen, kann mich nicht beklagen. Nur ein Gedankenunfall im Stau. Wissen ist Macht. Das muss man ertragen. Und viele wissen's nicht so genau. Bei Regen wird im Saal getanzt, warum doch in die Berge gehen? Vermisse dich so durch und ganz, im Tal ist es doch auch ganz schön. Willst du es jetzt noch wollen, darfst du mich nicht fragen. Ich denke mir alles wieder ganz, Antworten im Schatten und die Sonne vertagen. Bei Regen wird im Saal getanzt. Begräbnis und tote Hunde. Er würde gegebenenfalls heute eine Stunde früher aufstehen, das blaue Hemd bügeln, auch am Rücken, die leidlich knitterfreie Hose, die er so hasste, anziehen und sich in seine schwarzen Schuhe zwingen. Er würde gegebenenfalls mit dem Krawattenknoten kämpfen, weil er keine Übung mit Krawattenknoten hatte, würde sich besiegt schließlich dann doch gegen die Krawatte entscheiden. Seine Frau sagt, das musst du wissen. Manchmal denkt er an Begräbnisse und tote Hunde. Er würde wahrscheinlich die Busverbindung wählen, die ihm mehr Zeit ließ. Zügig, Fenster mit Aussicht. Er wollte nicht auf den letzten Drücker aufschlagen. Hart und atemlos und bitte keine Hast, hast du doch immer gesagt. Er würde an der Rezeption freundlich begrüßt werden. Professionelles Registrieren, ein Listenvermerk, Labello-Lippen als Lügengeschichte. Die dauernde Empfangsdame würde lächeln und nehmen Sie doch schon mal Platz und gleich abgeholt werden. Und ja, natürlich kein Problem. Es würde gegebenenfalls sogar ein gutes Gespräch werden. Wir wollen da ganz offen sein. 56,5 Minuten Selbstdarstellung und authentisch und verschlossene Lebenslücken in dieser Konferenzkathedrale zwischen stillem Wasser und lautem Beichten. Manchmal denkt er an Begräbnisse und tote Hunde. Schön, dass Sie da waren. Man würde sich dann nächste Woche melden. Unergründliches Dauergrinsen, ein unfassbarer Händedruck und dann wieder draußen im Bus, der ihn zurückbringt in einen langen Tag. Hier ist immer schon Endstation. Er würde heute gegebenenfalls nicht aufstehen.